Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auf meinem Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und im heutigen Video geht es um den traurigen Fall von Nancy Pfister. Nancy Marie Pfister wurde am 4. Juli 1956 in Orofino, Idaho, als die Tochter von Arthur und Elizabeth Pfister geboren. Arthur hatte das große Geld gemacht, dadurch, dass er eine kleine Farm, die Familie hatte, umgebaut hatte zu einem Resort. Und das hat dann dafür gesorgt, dass die Familie in kurzer Zeit wirklich viel Geld anhäufen konnte. Mit einer der Gründe, warum Nancy recht privilegiert aufgewachsen ist. Arthur war also dabei, dieses Skiresort aufzubauen, das Buttermilk Skiresort, und Elizabeth, die eigentlich von allen nur Betty genannt wurde, Nancys Mutter, war Teil der Woman Air Force Service Pilots im Zweiten Weltkrieg und ist dann auch später sehr viel Helikopter geflogen, hatte wohl auch ihren eigenen Helikopter, den sie dann einfach immer in der Auffahrt der Familie abgestellt hat. Also ihr hört schon so aus den Erzählungen, die Familie war sehr wohlhabend und Nancy hat davon auch schon in frühen Jahren profitieren können. Sie ist an verschiedenen Orten groß geworden, ist immer viel gereist. Sie war unter anderem in Aspen und in Bessels, Colorado. Und die Quellen widersprechen sich da so ein bisschen. In manchen heißt es, sie ist auf die Bessels High School gegangen und in anderen heißt es, sie war in Aspen. So wie ich das verstanden habe, war sie zunächst dort in Bessels und ist dann in Aspen von der High School abgegangen, also hatte dort ihre letzten Highschool-Jahre. Später besuchte Nancy dann das Brooklyn Pratt Institute, eine Privatuniversität in New York City. Dadurch, dass das Skiresort ihres Vaters immer mehr Prominenz erlangte und sehr, sehr erfolgreich war, es war auch ein bisschen edler, kam sie dann auch recht schnell in Kontakt mit Prominenz, unter anderem mit John F. Kennedy, mit Cher und auch mit Michael Douglas, mit dem sie wohl auch eine kurze Zeit verlobt gewesen sein soll. Mit 29 Jahren bekam Nancy dann eine Tochter mit dem Namen Juliana, 10 Jahre später mit 39 dann einen Sohn. Geheiratet hat sie nie und wer der Vater oder die Väter waren von den beiden Kindern, das konnte ich leider nicht herausfinden in der Recherche. Nancy war gemeinhin bekannt dort in Aspen als ein Socialite. Sie ist unglaublich viel unter Menschen gewesen, sie hatte sehr viele Kontakte, konnte Leute gut miteinander vernetzen und war, wie gesagt, schon so ein bisschen groß geworden in dem ganzen Glamour, in dem Reichtum, den ihre Eltern aufgebaut hatten. Was wohl auch dazu geführt hat, dass Nancy es nicht gerne gesehen hat, wenn es die Dinge nicht genauso liefen, wie sie sich die vorgestellt hat. Viele Freunde und Bekannte von Nancy sagen, dass sie doch sehr, sehr schwierig sein konnte, dass es schwierig war, mit ihr befreundet zu sein, dass sie eine anstrengende Persönlichkeit manchmal haben konnte, weil man oft das Gefühl hatte, dass Nancy auf einen herunterblickte, dass sie Personen herumkommandierte und es einfach nicht gerne sah, wenn diese nicht taten, was sie wollte. Außerdem soll Nancy auf Feiern, das haben später einige Leute berichtet, öfter getrunken haben und soll dann auch manchmal ausfallend geworden sein. Trotz dieser teilweise wirklich sehr negativen Berichte über Nancy gab es da jedoch auch eine andere Seite. Es gab Leute, die gesagt haben, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, Zeit mit ihr zu verbringen. Sie war einfach wirklich so diejenige, die den Funken zum Überspringen gebracht hat, diejenige, die die Party angeheizt hat. Sie war lustig, es hat Spaß gemacht, mit ihr Zeit zu verbringen und einige Leute haben sie sehr geschätzt. Eine von diesen Personen soll Kathy Carpenter gewesen sein. Später wird sie als die beste Freundin von Nancy beschrieben. Manche haben hinterher sogar gesagt, sie waren wie ein Ehepaar, wie ein altes Ehepaar. Sie haben sich immer aufeinander verlassen. Und Kathy hat für Nancy auch so ein bisschen die Rolle einer Assistentin übernommen, obwohl sie eigentlich selbst schon einen festen Job in einer Bank hatte, aber sie hat sich immer darum gekümmert, wenn Nancy verreist ist, dass sie da alles organisiert hat oder jedes Mal, wenn sie Hilfe brauchte, was wohl recht häufig der Fall war, hat Kathy versucht, sie da so ein bisschen zu unterstützen. Die beiden standen auch eigentlich durchgängig im Kontakt und deswegen war es für Kathy umso seltsamer, als sie tagelang nichts von Nancy gehört hatte. Zuletzt hatten die beiden am 24. Februar Kontakt. Da hatte Kathy versucht, noch einmal sie anzurufen. Allerdings hat sie dann von Nancy nichts mehr gehört. Was sie sehr, sehr seltsam fand, weil die beiden, wie gesagt, sehr viel im Kontakt standen. Deswegen hat sie es dann immer wieder probiert. Aber auch über die nächsten 2 Tage konnte sie Nancy nicht erreichen. Am Abend des 26. Februars hat sie sich dann solche Sorgen gemacht, dass sie sich schließlich entschied,
zu Nancys Haus zu fahren und nachzusehen, ob wirklich alles in Ordnung war. Sie ist dann am 26. Februar 2014 gegen 17 Uhr das erste Mal am Haus von Nancy angekommen. Sie sollte später berichten, dass ihr direkt ein seltsamer Geruch aufgefallen war. Zunächst dachte sie, dass das vielleicht von Nancys Hund Gabe kam, dass der vielleicht irgendwas Falsches gefressen hatte, irgendwo in die Wohnung gemacht oder gekotzt hatte. Aber relativ schnell merkte sie dann wohl, dass dieser Geruch aus der Richtung des Schlafzimmers kam. Kathy rief eigentlich direkt beim Reinkommen dann ihre Mutter an. Sie haben ungefähr 10 Minuten miteinander gesprochen, während Kathy durch das Haus ging, um nachzugucken, ob sie vielleicht irgendwelche Hinweise auf Nancy finden könnte. Sie wollte sich einfach nicht so allein fühlen. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon sehr beunruhigt. Und direkt sind ihr einige Sachen aufgefallen, die seltsam waren. Im Schlafzimmer sah es so aus, als hätte jemand das Laken vom Bett gezogen. Was seltsam war, weil Nancy nie selbst ihre Laken wechselte oder so etwas. Und es schien so, als wären alle ihre Medikamente, die sie sonst immer zu sich nahm, verschwunden. Aber die Handtasche, in der Nancy immer ihre Tabletten mit sich trug, war noch da. Wenn sie irgendwo hingegangen wäre, hätte sie sicher ihre Tabletten mitgenommen und auch die dafür zugehörige Handtasche. Es schien ihr außerdem so, als ob dieser starke beißende Geruch, den sie schon beim Reinkommen wahrgenommen hatte, von dem begehbaren Kleiderschrank kam, der zum Schlafzimmer von Nancy gehörte. Und normalerweise steckte immer der Schlüssel zu diesem Schrank im Schlüsselloch, aber an diesem Tag, an dem Kathy hereinkam, war er verschwunden. Der Schrank war abgeschlossen und sie konnte zunächst nicht hineinkommen, wusste aber, dass sie noch einen Ersatzschlüssel zu Hause hatte. Ihr soll zu diesem Zeitpunkt außerdem schon aufgefallen sein, dass am Headboard vom Bett am Kopfende etwas Blut zu sehen war. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr beunruhigt, hat sich dann aber immer wieder von ihrer Mutter versichern lassen, dass bestimmt alles in Ordnung ist und sie wahrscheinlich überreagiert. Sie hat sich dann entschieden, trotzdem nach Hause zu fahren und den Schlüssel für diesen Schrank zu holen, um nachzusehen, was sich dort drin befand. Kathy und ihre Mutter waren noch bis 17.37 Uhr am Telefon. Dann ist sie mit dem Schlüssel zum Haus zurückgekehrt und hat dort angekommen, dann Sarah, eine Freundin, angerufen, um wieder sich nicht allzu allein zu fühlen. Sie beschrieb, dass sie glaubte, Blut am Kopfende des Bettes gesehen zu haben und sie hatte wirklich große Angst, den Schrank zu öffnen und zu sehen, was darin war. Als sie es dann endlich tat, brach sie am Telefon zusammen. Sie hat Sarah direkt erzählt, dass sie Nancy gefunden hatte. Eingewickelt und tot. Sie hat dann in ihrer Panik aufgelegt, ist aus dem Haus gerannt, hat wohl noch Nancys Hund mitgenommen, hat sich ins Auto gesetzt, alle Türen verriegelt und ist losgefahren. Erst auf dem Weg hat sie dann die Polizei verständigt und war vollkommen aufgelöst. Am Telefon mit der Dame von der Notrufzentrale erzählte Kathy dann genau das, dass sie ihre Freundin gefunden hatte, dass sie tot im Schrank lag, eingewickelt. Aber sie lieferte auch direkt einen möglichen Täter, einen möglichen Verdächtigen. Eher zwei mögliche Verdächtige. Ein Ehepaar mit dem Namen Nancy und Trey Styler, die in der Zeit, in der Nancy in Australien war, in ihrem Haus hatten leben dürfen. Und da hat es dann allerdings Auseinandersetzungen gegeben wegen der Zahlung der Miete. Nancy hatte ihnen unterstellt, dass sie einige Gegenstände im Haus kaputt gemacht hatten und nicht dafür gesorgt hatten, dass sie repariert werden. Und deswegen war es dann dazu gekommen, dass Nancy die beiden aus dem Haus geworfen hatte und ihnen auch gedroht hatte mit rechtlichen Schritten, falls sie ihr das Geld nicht zahlen würden, das sie ihrer Meinung nach ihr noch schuldeten. Also ihr merkt, es gibt in diesem Fall zwei Nancys, einmal das Opfer Nancy Pfister und Nancy Styler, die mögliche Verdächtige in dem Fall. Ich hoffe, dass ihr da nicht allzu sehr durcheinander kommt. Ich werde mich bemühen, an den Stellen, an denen beide Frauen im gleichen Satz vorkommen, dann immer den Nachnamen dazu zu sagen, damit das nicht allzu verwirrend für euch ist. Direkt nach Kathys Anruf hatte sich die Polizei dann auch auf den Weg zu Nancy Pfisters Haus gemacht und sie haben sie dann dort in dem Schrank gefunden. Nancy war komplett bedeckt von Laken und später sollte man auch feststellen, dass der oder die Täter ihr Müllbeutel über den Kopf gezogen hatten. Um ihren Hals war ein Kabel gewickelt,
Sie blutete stark vom Kopf und später sollte sich herausstellen, dass die Todesursache stumpfe Gewalteinwirkung war, mit einem Gegenstand, von dem man später glaubte, dass es wohl ein Hammer gewesen war. Nancy war dann infolge dieser starken Verletzungen und des starken Blutverlustes gestorben. Bei der Autopsie wurde dann festgestellt, dass es bei Nancy überhaupt gar keine Verteidigungswunden gab, was darauf schließen ließ, dass sie wahrscheinlich geschlafen hatte, als man sie attackiert hatte und dass sie direkt das Bewusstsein verloren hatte, weswegen sie nicht mehr in der Lage gewesen war, sich gegen ihren Angreifer oder die Angreifer zu wehren. Auch der Tatort deutete darauf hin, dass es so gewesen war, denn man stellte dann fest, dass auf der anderen Seite ihrer Matratze große Blutflecken waren. Das heißt, der oder die Täter hat Nancy wohl im Bett angegriffen mit einem schweren Gegenstand, vermeintlich einem Hammer, und hatten dann ihre Leiche eingewickelt und in den Schrank gepackt und dann die Matratze umgedreht, damit nicht direkt eindeutig war, dass hier ein Gewaltverbrechen vonstatten gegangen war. Die Trauerfeier für Nancy Pfister fand im Hotel Jerome statt, einem von Nancys liebsten Orten in Aspen, wo sie wirklich sehr, sehr viel Zeit verbracht hatte. Hunderte von Menschen kamen, um ihr zu gedenken. Sie war erst 57 Jahre alt, als sie starb. Die Polizei befragte natürlich zunächst Kathy Carpenter in diesem Fall. Sie erzählte, dass Nancy schon am 22. Februar 2014 zurückgekommen war aus Australien, eigentlich viel früher, als sie vorgehabt hatte. Sie hatte auf Facebook unter anderem gepostet, dass sie zurückkam, weil sie diese Auseinandersetzung mit den Stylers gehabt hatte, die in ihrem Haus lebten, dass diese keine Miete zahlen wollten und auch sonst schlecht mit ihrem Haus umgegangen seien. Kathy erzählte, dass Nancy sehr unter dem Jacklet gelitten hätte, dass sie auch viel Unterstützung gebraucht hätte und deswegen Kathy gebeten hätte, das Wochenende nach ihrer Rückkehr dort mit ihrem Haus zu verbringen, weswegen Kathy dann auch bis Montag dort war. Doch früh am Montag hat sie das Haus dann verlassen. Nancy hat zu diesem Zeitpunkt wohl noch geschlafen. Sie hat einen Zettel an die Tür gemacht, auf dem stand, dass Nancy eben sich gerade ausruhte und man doch bitte erst anrufen solle, um sicherzugehen, dass sie wirklich schon wach war. Danach sei Kathy zur Arbeit gegangen und das war das letzte Mal, dass sie etwas von Nancy gehört oder gesehen hatte. Bis zu dem Tag, an dem sie sie fand. Sie erzählte den Ermittlern, dass sie Blut gesehen habe. Direkt als sie die Tür von dem Schrank aufgemacht hätte, hätte sie das Blut von Nancy an ihrem Kopf gesehen, hätte ihre Haarsträhnen gesehen, die herausgeguckt hätten unter dem Laken, sagte aber auch, dass sie die Leiche sonst nicht angefasst hätte und auch die Laken nicht berührt hätte. Sie erzählte direkt den Ermittlern von der Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar Styler und Nancy Pfister. Das Ehepaar Styler war ebenfalls sehr wohlhabend gewesen. Ursprünglich. Dr. Trey William Styler war in den frühen 2000ern ein sehr angesehener Anästhesist dort in Denver, Colorado. Er war auch Chairman of St. Joseph's Hospital Department of Anesthesiology und hat eine sehr, sehr gute Karriere hingelegt. Seine Ehefrau Nancy war Botanikerin und wohl besonders bekannt für ihre Lilien. Doch dann wurde bei Trey eine schwere Krankheit diagnostiziert. Es war wohl eine sehr schwere neurologische Krankheit, die er hatte, die dafür gesorgt hatte, dass er nicht mehr in der Lage war, wirklich zu arbeiten, langfristig. Deswegen ist er dann von seiner Stelle zurückgetreten. Was dann folgte, waren zwei Klagen. Eine gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, die er verlor. Seinen Anwalt hatte dann ebenfalls verklagt, weil er der Meinung war, dass dieser ihm viel zu viel in Rechnung gestellt hatte für seine Dienste im ersten Verfahren. Diese Klage hat er wohl gewonnen. Allerdings hat sein Anwalt dann Insolvenz angemeldet und deswegen sind sie auch hier nie an das Geld gekommen. Bald waren ihre ganzen Rücklagen aufgebraucht und die Stylers sahen sich kurz vor dem Nichts. Sie sind dann nach Aspen gezogen und wollten sich hier ein neues Leben aufbauen. Die beiden sind schon 2013 nach Aspen gekommen und haben sich dann hier auch erstmal eine Wohnung gesucht. Allerdings haben sie dort sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Sie haben sich dort eine Kohlenmonoxidvergiftung zugezogen und standen dann schnell ohne eine Bleibe da. Und da kam ihnen Nancy Pfister gerade recht. Sie haben sie wohl auf einer Party kennengelernt über Freunde und es hat gut gepasst. Nancy hat jemanden gesucht, der in ihrem Haus leben könnte für die Zeit, in der sie in Australien war und ihr eben dafür Miete zahlte. Und die Stylers brauchten auf jeden Fall erst einmal eine Unterkunft. Sie hat ihnen dann sogar angeboten, sie könnten etwas früher einziehen, also sogar bevor sie nach Australien ginge,
sogar ohne Miete zu zahlen für diese erste Zeit und dafür ihr dann dabei zu helfen, ihren Trip nach Australien vorzubereiten und zu packen. Langfristig wollten die Stylers ihr eigenes medizinisches Spa dort in Aspen gründen und dachten, dass sie damit sich vielleicht nochmal einen neuen Grundstein bauen könnten, dass sie vielleicht damit doch noch einmal zurück zu ihrem alten Lebensstandard kommen könnten oder zumindest sich eine Grundlage aufbauen könnten. Die Beziehung zwischen Nancy Pfister und den Stylers soll allerdings recht schnell gekippt sein. Schon kurz nachdem sie eingezogen sind bei ihr, war die Dynamik wohl sehr, sehr schwierig. Es war sehr toxisch, besonders zwischen den beiden Frauen gab es immer wieder Streitigkeiten. Nancy Pfister ist wohl teilweise, so Nancy Styler, nackt durch das Haus gelaufen, auch vor Trey Styler ist sie nackt herumgelaufen. Sie soll das Ehepaar behandelt haben, als wären sie ihre Angestellten. Und so hat es schon einige Auseinandersetzungen gegeben, bevor Nancy überhaupt nach Australien geflogen war. Als sie dann dort war, sind wohl einige Dinge in dem Haus kaputt gegangen. Einige Utensilien, einige Geräte. Und die Stylers waren der Meinung, dass das nicht ihre Schuld war, sondern dass diese Sachen ohnehin schon nicht mehr auf dem neuesten Stand waren. Nancy Pfister sah das jedoch anders und war der Meinung, dass die beiden die Zahlungen übernehmen sollten für die Reparaturen. Die Stylers hatten Kathy Carpenter dann wohl $6,000 gezahlt für verschiedene Reparaturen am Haus. Allerdings haben sie sich nicht bereit erklärt, mehr zu zahlen oder dann sogar noch die Miete zu zahlen für die Monate, die sie da gewesen waren, weil es eben so viele Auseinandersetzungen gegeben hatte und weil sie auch der Meinung waren, dass sie falsch behandelt worden waren von Nancy Pfister, dass ihnen zu viel in Rechnung gestellt wurde. Am Ende ist Nancy dann, wie gesagt, früher aus Australien zurückgekommen, weil sie die Stylers aus ihrem Haus haben wollte. Sie wollte sie selber rausschmeißen. Die Stylers hatten mittlerweile aber eigentlich auch schon genug von Nancy und sind dann deswegen zum 22. Februar ausgezogen, an dem Tag, an dem Nancy Pfister zurückgekommen ist. Allerdings hatten sie nicht genug Zeit gehabt, alle ihre Sachen aus dem Haus zu holen, weswegen Nancy Pfister ihnen dann eingestanden hat, dass sie noch ein paar Tage in der nächsten Woche dann kommen könnten, um ihre Sachen zu holen. Das Ehepaar Styler ist dann erstmal in einem Motel in Basalt in Colorado untergekommen. Sowohl Nancy als auch Trey Styler wurden dann unabhängig voneinander von den Ermittlern befragt. Bei Trey Styler hat man auch einen Lügendetektortest gemacht, mit dem er durchgefallen ist. Aber ansonsten gab es keine großartigen Beweise dafür, dass die beiden wirklich Nancy Pfister etwas angetan hatten, obwohl natürlich die Umstände darauf hindeuteten, weil es dort einen offensichtlichen Konflikt gegeben hatte. DNA-Spuren am Tatort konnten die Ermittler dann wohl auch nicht richtig abgleichen, weil es nicht wirklich Sinn gemacht hätte, da es ja eine Erklärung dafür gab, warum es die DNA von beiden, Nancy und Trey Styler, im Haus gab, weil sie eben einige Wochen dort gelebt hatten. Und dann, einige Tage später, wurden sehr, sehr viele Beweise auf einmal gefunden, die dafür zu sprechen schienen, dass die Stylers Nancy Pfister tatsächlich ermordet hatten. Die öffentlichen Mülltonnen dort in Aspen sollen eigentlich nicht dafür genutzt werden, um Privatgegenstände zu entsorgen. Und deswegen werden die Mülltonnen wohl auch regelmäßig durchsucht, um eben sicherzugehen, dass dort keine Alltagsgegenstände weggeschmissen werden. Einer der Arbeiter, der dort die Tonnen durchsuchte, fand in einer öffentlichen Mülltonne hinter dem Motel, in dem die Stylers zu diesem Zeitpunkt lebten, einen Müllsack. Und in diesem fand er einen blutigen Hammer, leere Pillendosen mit Nancy Pfisters Namen darauf und Registrierungspapiere für das Auto, den Jaguar des Stylers. Man hat dann sofort die Polizei kontaktiert, die direkt die ganze Gegend rund um das Motel abgesucht hat. Und direkt vor dem Motel, vor dem Zimmer, in dem die Stylers sich aufhielten, wurde dann auf dem Boden auch ein Schlüssel gefunden. Der Schlüssel zu dem Schrank, in dem man Nancy Pfister gefunden hatte. So, als hätte ihn dort jemand einfach fallen gelassen. Man hat dann auch die Müllsäcke auf DNA untersucht und konnte Trey Stylers DNA auf diesen finden, was darauf hinzudeuten schien, dass er es gewesen war, der dieses Beweismaterial hatte verschwinden lassen. Das Ehepaar Styler wurde am 3. März 2014 festgenommen. Nur 11 Tage später, am 14. März 2014, nahm man dann auch Kathy Carpenter, Nancy Pfisters gute Freundin, fest. Den Ermittlern war aufgefallen, dass es in ihren Aussagen einige Auffälligkeiten gab.
Zum Beispiel schien sie Dinge zu wissen, die sie gar nicht wissen konnte. Sie hatte beschrieben, sie hätte Blut an Nancys Kopf gesehen, ohne die Laken zu berühren oder irgendwie der Leiche zu nahe zu kommen. Aber erstens hätte sie gar nicht wissen können, dass es Nancy dort war in dem Schrank. Gut, die Umstände sprachen dafür, dass es Nancy war, aber sie hätte sie nicht sehen können. Sie war komplett bedeckt. Und deswegen hätte sie auch ihren Kopf und das Blut an ihrem Kopf nicht sehen können. Weder die Haare, noch die Wunde, noch sonst irgendetwas. Nancy war komplett bedeckt. Es war nicht mal so, dass die Leiche wirklich eingewickelt war, sodass man eine Silhouette hätte sehen können, sondern sie war wirklich von oben bis unten komplett bedeckt mit Laken. Außerdem hatte sie ja recht schnell den Ermittlern Verdächtige liefern können, weswegen diese der Meinung waren, dass sie vielleicht einfach versucht hatte, von sich selbst abzulenken. Die Theorie war bald, dass möglicherweise alle drei einfach genug gehabt hatten davon, wie Nancy Pfister mit Menschen umging. Dass alle drei einfach so einen Frust, so eine Aggression gegen diese Frau entwickelt hatten, weil sie einfach immer wieder versucht hatte, ihren eigenen Willen durchzudrücken, dass sie sich dann zusammengeschlossen hatten, um ihr endgültig eine Lektion zu erteilen. Alle drei wurden für die Verschwörung zum Mord und für Mord ersten Grades angeklagt. Nancy Styler hatte anderen Leuten gegenüber und dann schließlich auch den Ermittlern gegenüber erwähnt, dass Nancy Pfister sie und ihren Mann unglaublich schlecht behandelt hätte. Wie Bedienstete hätte sie sie herumgeschickt, sie hätte sie beleidigt, hätte sie Trailer Trash genannt und sie hätten sich einfach unglaublich unterdrückt gefühlt von ihr. Gleiches behaupteten Leute dann auch über Kathy Carpenter. Sie hätte sich einiges von Nancy gefallen lassen müssen, hätte sich ständig gefallen lassen müssen, dass Nancy auf ihr rumhackte und sie beleidigte und sie klein machte. Dass Nancy Pfister das öfter mit Menschen machte, dass sie da kein Gefühl für hatte und dass Kathy vielleicht einfach durchgedreht war, dass sie einfach es nicht mehr ertragen hatte und sich entschlossen hatte, sich endlich zur Wehr zu setzen. Wie gesagt, alle drei waren für den Mord angeklagt und alle drei hätten vor Gericht gehen müssen, hätten sich rechtfertigen und auf eine gute Verteidigung hoffen müssen, wenn nicht Trey William Styler am 12. Juni 2014 ein Deal eingegangen wäre. Er gestand den Mord an Nancy Pfister. Aber er gestand, diesen Mord ganz alleine begangen zu haben. Im Gegenzug für sein Geständnis wurden Kathy Carpenter und seine Ehefrau Nancy Styler dann freigelassen. Die Anklagen gegen sie wurden fallen gelassen. Trey sagte, dass er einfach nicht mehr bei Sinnen gewesen war. Er erzählte, dass er eigentlich hatte zu Nancy Pfister fahren wollen, um nochmal mit ihr zu sprechen über das Geld, das sie ihr angeblich schuldeten, darüber, wie sie behandelt hatte. Er wollte ein klärendes Gespräch führen, sie konfrontieren damit, wie sie mit ihnen umgegangen war. Er sei spät in der Nacht aus dem Motelzimmer gegangen. Nancy, seine Ehefrau, hätte nichts davon mitbekommen. Er hätte ihr Handy mitgenommen statt seinem, weil er keinen Akku mehr gehabt hätte und sei dann zu Nancy Pfisters Haus gefahren. Er habe geklopft, aber keine Antwort bekommen und sei deswegen einfach hereingekommen. Er hätte sich ins Schlafzimmer gestellt und angefangen, mit ihr zu sprechen. Sie hätte dort im Bett gelegen, aber er dachte wohl nach seinen Aussagen, dass sie ihn ignorierte, dass sie das extra machte und nicht darauf reagierte, was er sagte, um ihn zu provozieren. Tatsächlich hatte Nancy Pfister zu diesem Zeitpunkt Ohrstöpsel drin, weswegen sie gar nicht in der Lage war, ihn zu hören. Doch die Tatsache, dass sie nicht reagierte, dass sie nicht einging auf das, was er sagte, hat ihn dann nach eigenen Aussagen so wütend werden lassen, dass er auf sie eingeschlagen hat mit einem Hammer. Er ist runtergegangen, hat einen Hammer genommen und hat damit auf ihren Hinterkopf zunächst geschlagen, dann auf den oberen Teil ihres Kopfes. Er habe dann die Leiche selbst verschwinden lassen, im begehbaren Kleiderschrank hatte sie eingewickelt in Müllsäcke und Laken. Er hätte dann die Matratze gedreht und die Beweismittel wie unter anderem den Hammer verschwinden lassen. All das hätte plausibel sein können für die Ermittler. Er sagte, dass seine Frau überhaupt nichts davon wusste, Kathy Carpenter schon gar nicht. Keiner von beiden Frauen hätte irgendetwas mit dem Tod von Nancy Pfister zu tun gehabt. An und für sich, wie gesagt, eine Theorie, die man durchaus nachvollziehen könnte, wäre dann nicht Trey Stylers körperliche Einschränkung gewesen. Er war sehr, sehr krank zu dem Zeitpunkt, zu dem Nancy Pfister starb.
Er konnte kaum alleine gehen oder stehen, war auf einen Rollstuhl angewiesen und wirkte allgemein sehr, sehr schwach und zerbrechlich. Noch in den ersten Befragungen mit den Ermittlern, in denen ihm unterstellt worden war, dass er Nancy Pfister etwas angetan hatte, hatte er zunächst behauptet, dass er wirklich komplett auf seine Frau angewiesen war, dass er nichts alleine machen könne und dass er überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, sich mit irgendwem körperlich auseinanderzusetzen, geschweige denn jemanden umzubringen mit einem Hammer. Jetzt drehte sich diese Geschichte natürlich einmal komplett und er gab alles zu, sagte, er hätte diesen Mord komplett alleine durchgeführt und auch diese Aufräumarbeiten komplett alleine durchgeführt. Für die Ermittler war das sehr, sehr schwer zu begreifen und nachzuvollziehen zunächst, denn sie waren davon ausgegangen, davon, wie sie die Leiche gefunden hatten, dass mindestens zwei Personen für Nancy Pfisters Tod verantwortlich gewesen waren. Denn es hätte zwei Personen gebraucht, um sie so in diesen Schrank zu tragen, sagen sie. Er hatte den Ermittlern gegenüber ganz genau beschrieben, wie er zunächst mit einem Hammer immer wieder auf ihren Schädel eingeschlagen hatte und dann mit einer Axt auf ihre Brust geschlagen hatte, nachdem er feststellte, dass sie immer noch atmete und immer noch einen Puls hatte. Dass er solche schweren Waffen hatte benutzen können und vor allem mit so einer Kraft sie hatte benutzen können, das verwunderte, wie gesagt, die Ermittler und sie fragten ihn auch danach. Er verglich das in diesen Befragungen dann mit der Kraft, die eine Mutter aufbringen kann, wenn sie plötzlich ihr Kind retten muss, mit diesem Adrenalinkick, den man bekommt. Die befragende Ermittlerin unterbricht ihn dann jedoch und sagt, dass sie sich so einen Vergleich verbittet, weil ein Mord an einer hilflosen, schlafenden Frau nicht zu vergleichen sei, damit es eine Mutter ihr Kind rettet. Er sagte dann weiterhin aus, er hätte diese Pillendosen unter anderem mitgenommen und auch eine Zigarettenpackung von Nancy, damit es so aussah, als wäre sie freiwillig gegangen, als wäre sie einfach verreist, damit niemand darauf kam, dass sie sich dort in diesem Schrank befand. Wie gesagt, Teil von dem Deal war, dass Nancy Styler, seine Ehefrau, freigelassen wurde. Und Teil dieses Deals war auch, dass sie nie wieder für den Mord an Nancy Pfister angeklagt werden kann. Bei Kathy Carpenter sieht das anders aus, auch sie wurde freigelassen. Sollten die Ermittler jedoch noch einmal Informationen bekommen, die darauf hindeuten, dass sie etwas mit dem Tod zu tun gehabt hatte, dann kann sie immer noch im Nachhinein angeklagt werden. Freunde und Familie von Nancy Pfister haben jedoch später auch in der Öffentlichkeit gesagt, dass sie es niemals für möglich halten würden, dass Kathy Carpenter irgendetwas mit Nancy Pfisters Tod zu tun gehabt haben könnte. Die beiden waren gute Freunde und ja, sie hatten ihre Probleme, aber Kathy hätte ihr niemals so etwas angetan. Sie hat sich dann auch später mit Juliana, mit Nancys Tochter, zusammengetan, um ihr Gedenken am Leben zu halten. Trey Styler bekam ein Urteil von 20 Jahren im Gefängnis für den Mord an Nancy Pfister. Allerdings sollte er nur eine kurze Zeit dieser Strafe absitzen. Denn im August 2015 nahm er sich in seiner Zelle das Leben. Er starb mit 67 Jahren. Nancy Styler hatte sich mittlerweile von ihrem Ehemann scheiden lassen und ein Buch geschrieben. Der Titel des Buches ist Guilt by Matrimony, A Memoir of Love, Madness and the Murder of Nancy Pfister. Nancy Pfisters Familie hatte versucht, die Veröffentlichung dieses Buches zu stoppen. In dem Buch wird unter anderem sehr, sehr schlecht über Nancy Pfister gesprochen. Nancy Styler schreibt über sie unter anderem, dass sie Alkoholikerin gewesen sei, dass sie jeden Tag große Mengen an Pillen zu sich genommen hätte, wie furchtbar sie mit Menschen umgegangen sei. Und Nancy Styler hat in diesem Buch auch die Polizei angeprangert, hat gesagt, dass viele Dinge einfach verdreht wurden, dass man es direkt auf sie und ihren Ehemann abgesehen hätte. Die Strategie der Verteidigung wäre es damals dann im Gerichtsverfahren, wenn es dazu gekommen wäre, auch gewesen zu sagen, dass man möglicherweise diese ganzen Beweise extra dort platziert hatte, um eben einen Grund zu haben, sich mehr auf die Stylers zu fokussieren. Denn es ist doch schon sehr auffällig, wie einfach es war, alle Beweise auf einmal zu finden. Den Hammer, den Schlüssel, die Pillendosen. All das, sagt Nancy Styler, deutet darauf hin, dass man das direkt auf sie und ihren Ehemann abgesehen hätte. Sie hat dann später auch Interviews gegeben, unter anderem mit Crime Watch Daily, und hat über ihren ehemaligen Ehemann gesprochen.
sprach darüber, was für eine unglaublich gute Seele er gewesen sei, was für ein sanfter Mensch und dass er nicht mit sich hatte leben können, dass er diese furchtbare Tat begangen hatte, dass er sich deswegen das Leben genommen hätte. Dass sie unglaublich lange gebraucht hätte, um überhaupt zu glauben, dass er es tatsächlich getan hatte, aber dass sie selbst nichts mit der Tat zu tun gehabt hätte. Doch sogar in diesen Interviews deutet sie an, wie sie es auch schon in ihrem Buch getan hat, dass Nancy Pfister eine Mitschuld an ihrem Tod trägt. Dass, wenn sie sich nicht so verhalten hätte, wie sie sich verhalten hätte, ihr Ehemann niemals ausgerastet wäre. Und das ist ein Standpunkt, der bei sehr, sehr vielen Leuten auf Ablehnung stößt und natürlich besonders Nancy Pfisters Familie und ihre Kinder sehr trifft und verletzt, so etwas zu hören, denn sicher können wir uns einig sein, dass niemand so etwas verdient. Noch kurz vor der Veröffentlichung ihres Buches hatte Nancy Styler Insolvenz angemeldet, doch dann bekam sie plötzlich eine große Summe Geld auf einmal. 1 Million Dollar aus der Lebensversicherung von Trey Styler, nachdem er sich das Leben genommen hatte. So schien sie finanziell erst einmal wieder gut dazustehen, allerdings konnte Juliana, Nancy Pfisters Tochter, das nicht so stehen lassen und hat dann eine Zivilklage 2016 eingereicht gegen Nancy Styler. Ein Wrongful Death Suit und am Ende ist das Ganze wohl nicht durchgegangen. Sie haben sich dann auf eine bestimmte Summe geeinigt. Allerdings scheint es so, als ob Nancy Styler mittlerweile wieder insolvent ist. Das war der Fall von Nancy Pfister. Ein unglaublich verwirrender Fall, meiner Meinung nach, weil ich mir bis heute nicht wirklich sicher bin, wo ich stehe in diesem Fall. Und deswegen würde es mich sehr interessieren, was ihr dazu meint. Noch wenige Wochen bevor er sich dann selbst das Leben nahm, hat Trey Styler nochmal ein vollständiges Geständnis abgelegt und genau beschrieben, wie er Nancy Pfister ermordet hat, hat beschrieben, dass er zwischendrin ihren Puls genommen hat, um zu sehen, ob sie noch am Leben ist, hat dann die Schläge, die er gesetzt hat, wohl auch gezielt gesetzt, weil er aufgrund seiner Ausbildung genau wusste, wo er hinschlagen musste. Er beschrieb, dass er es geschafft hatte, sie in diesen Schrank zu bringen, dadurch, dass er an den Laken gezogen hatte, dass es im Ziehen leichter gewesen wäre. Was glaubt ihr? Seid ihr der Meinung, dass er wirklich in der Lage war, obwohl er so krank war, diesen Mord alleine zu begehen? Oder denkt ihr, Nancy Styler ist davongekommen mit ihrem Anteil am Mord an Nancy Pfister? Dass Trey einfach gestanden hat, um sie zu schützen, um ihr die Möglichkeit auf ein freies Leben zu bieten. Glaubt ihr, das ist wirklich der Fall? Glaubt ihr, Nancy Styler hat nicht mitbekommen, was ihr Mann da getan hat, dass er das Motel verlassen hat? Auch die Tatsache, dass er ihr Handy mitgenommen hat, es scheint alles sehr seltsam und vor allem den Leuten dort in Aspen scheint diese Geschichte einfach vollkommen absurd. Sie sind bis heute der Meinung, dass Nancy Styler etwas mit dem Tod von Nancy Pfister zu tun gehabt hatte, dass sie am Mord beteiligt gewesen war und dass Trey sich einfach für die beiden geopfert hatte. Weil er wusste, dass er ohnehin krank ist und weil er wusste, dass er so möglicherweise seiner Frau eine zweite Chance geben konnte im Leben. Was meint ihr dazu? Es würde mich wirklich unglaublich interessieren, wie ihr zu dem Fall steht. Denkt ihr, das ist so möglich, wie er es dann am Ende gestanden hat? Oder seid ihr der Meinung, das kann so nicht passiert sein? Nancy muss noch beteiligt gewesen sein. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, wie ihr zu diesem Fall steht. Ich hoffe sehr, dass dieses Video für euch interessant war. Wenn dem so ist, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr sehr gerne diesen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe sehr, dass wir uns dann alle beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.